Na klar, nix drin. Hast du es gesehen? Ja, zwei Pakete. Sie sind leider woanders gelandet. Aber du bist ganz in der Nähe. Du musst als Erster bei den Kisten sein. Jade, Reis, Männer waren schon da. Verdammt. Okay, kein Kampf. Such einfach Nummer 2. Such nach dem Rauch des Leuchtsignals. Die Kiste muss in der Nähe sein. Bin fast dort, ich schaff das.
Crane hier. Ich wollte gerade ein Antizin-Paket bergen. Gut, Crane. Damit eröffnen sich Ihnen neue Möglichkeiten. Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt Raiz. Hören Sie zu. Raiz ist höchstwahrscheinlich unser Mann. Wenn Sie also Antizin finden, dann zerstören Sie es. Was? Wieso? Dann müssen Sie sich an Raiz wenden. Sie können das für Bracken übernehmen. Als Gesandter. Aber die Leute brauchen dieses Zeug doch. Wir haben das Wohl aller im Sinn. Vergessen Sie das nicht. Jade, ich bin an der Abwurfstelle. Hier ist kein Antizin. Kein? Mist! Gut, komm zurück. Und Vorsicht, die Albträume sind wach. Lass dich nicht sehen. Mist! Haben mich wohl gehört. Wann lassen die uns endlich hier raus? Noch hat die Stadt Strom. Aber für wie lange?
jetzt hier tauchen, lässt man die nicht kämpfen. Ich hab's heil zurückgeschafft. Jetzt weiß ich, wie Bracken sich bei seinem nächtlichen Ausflug gefühlt haben muss. Das ist kein Kindergeburtstag. Ich muss mich bei ihm melden und ihm sagen, dass ich kein Antizin habe. Alle zu belügen ist ein verdammter Mist. Alfie sucht nach dir. Er ist unten in seiner Werkstatt. Glückwunsch, du hast die Nacht überlebt. Schade, dass die Mission fehlgeschlagen ist. Also echt. Ja, wir brauchen Antizin. Aber von Reis kaufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, Mann, ich gehe hin. Ich habe keine Angst. Auf keinen Fall. Das Thema ist durch. Ist es nicht. Du hast einfach entschieden, dass ich... Ich gehe. Ist das dein Ernst? Tja, dieser Reis hat mich noch nie persönlich gesehen. Ein Neuanfang, okay? Könnt ihr mich mit Crane bitte mal alleine lassen? Willst du das wirklich tun? Irgendjemand muss ja, oder? Da hast du wohl recht. Also, wir haben hier Rays Basis. Finde raus, was das Zeug kostet und komm heil zurück. Es ist vorbei. Mission gescheitert. Dank meiner Auftraggeber. Jetzt ist Bracken so verzweifelt, dass er mit dem Teufel verhandeln will. Raiz. Und da ich rausfinden soll, ob Raiz die Geheimdatei des GRE gestohlen hat, ist die Gelegenheit perfekt.
Hörst du mich? Jade? Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur... Hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst. Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Rais Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich gebe dir keine Schuld an seinem Tod. Er war sich des Risikos bewusst. Und Crane? Danke für alles, was du für uns tust. Ich... Lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Antizin zurück bin. Einverstanden. Pass auf dich auf. Du bist Alfie? Genau. Ich sorge dafür, dass der Laden läuft. Als Elektriker und Hausmeister. Gut, dass du kommst. Wollte dich schon anfunken. Wo brennst denn? Nun, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute? Dank dir hat das Kesselviertel wieder Strom. Die schlechte? Bei der Überführung ist das Stromnetz zusammengebrochen. Da drüben ist es jetzt stockfinster. Also, soll ich's wieder anschalten? Es gibt 2 Umspannwerke. Aktiviere sie wieder. Die Reihenfolge ist egal. Fahr dann die Hauptstation hoch und die Bude leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Das krieg ich wohl hin. Aber natürlich. Das könnte jeder Kurier. Es gibt nur ein Problem. Die Finsternis, die dort herrscht, zieht Schattenjäger an. Die strömen nach Sonnenuntergang in Scharen hin. Deswegen habe ich eine Falle gebastelt. Sie ist schon bereit. Wenn du dort den Strom einschaltest, sobald es dunkel ist, können wir einen ganzen Haufen dieser Monster gleichzeitig braten. Wenn's dunkel ist, das ist aber ziemlich riskant. Klar, deshalb hat sich ja auch keiner freiwillig gemeldet. Aber du bist aus härterem Holz geschnitzt als die anderen. Zumindest habe ich den Eindruck. Sagen wir mal, ich will helfen. Ach ja? Ein Gutmensch, was? Hoffentlich hast du auch Mumm. Sonst machst du es nicht lange. Ganz schön finster. Muss vorsichtig sein. Mann, pass mal auf. Ha!
Ich bin im Umspannwerk. Such die Schalttafel und leg den Schalter um. Dann startet das System neu. Fertig. Gut. Jetzt nochmal die gleiche Prozedur im zweiten Umspannwerk.